Telefon. Manfred Welding, ein Traum. Moin Rico, ich brauche einen Plasmaschneider, der CNC-fähig ist. Ja, natürlich, gerne, habe ich hier. Kann ich den bei euch auch ausprobieren? Komm mich besuchen, ich zeig dir das hier und dann sehr wahrscheinlich kannst du das auch später mitnehmen. Stunde bin ich da, dann überfalle ich die Stahlwerkstatt. Gut, ich freue mich, wir hören. Das ist immer das riesengroße Problem im Onlinehandel. Gerade wenn man sich ein gutes Werkzeug kaufen will, dann will man das vorher auch mal in die Hand nehmen, dann will man das mal fühlen, dann hat man vielleicht die ein oder andere Frage und gerade bei so einem Schweißgerät würde man da auch gerne mal Probe schweißen. Und die Möglichkeit gibt es eigentlich nirgendwo. Außer bei Stahlwerk, die machen da seit Jahren sehr viel Werbung. Ich sehe das immer wieder. Ich habe mich schon immer mal gefragt, funktioniert das wirklich? Kann ich einfach nach Stahlwerk hinfahren? Kann ich da Geräte ausprobieren? Ich habe jetzt ganz einfach mit dem Rico telefoniert. Der hat mich eingeladen, hat gesagt, komm vorbei, Manni. Man kann aber ganz einfach dahin fahren, kann da Geräte ausprobieren. Ob das wirklich so gut funktioniert, was es da für Möglichkeiten gibt, wir werden uns das angucken. Einen wunderschönen guten Morgen, Rico. Alles gut? Hör mal, das ist riesig. Ja. Das ist richtig riesig. Toll, dass das so schnell geklappt hat. Ja, gerne. Bei der Gelegenheit können wir uns ja alles hier mal angucken. Hör mal, du rufst, ich handle sofort. Ja, super. Jetzt wollte ich so viel fragen, so viel mir angucken, aber jetzt bin ich erstmal baff. Das ist wirklich ein Riesenareal, hätte ich mir niemals so groß vorgestellt. Und wenn man hier in diesen Showroom reinkommt, dann ist man wirklich erstmal erschlagen. Ich habe noch nie so viel Schweißgeräte gesehen. Hier gibt es so viel Interessantes zu sehen. Ist wirklich Wahnsinn. Und das Allerbeste ist von wegen, Rico zeigt mir alles und ich kann auch im Prinzip alles ausprobieren, was es hier gibt. Das ist ein absolutes Männerparadies. Das ist ein absolutes Werkstatt-Schweizer Wunderland. Wahnsinn, was ihr hier für eine Riesenfirma habt. Das hätte ich mir niemals so groß vorgestellt. Im Prinzip bin ich ja hier für meinen CNC-Plasmaschneider. Vielleicht können wir damit anfangen, aber ich bin mir sicher, wir können uns auch viel anderes Interessantes hier heute angucken. Plasmaschneider machen wir gleich als erstes, dann haben wir das abgehandelt. Aber du siehst, Werkzeug ist genug da, vor allen Dingen Schweißgeräte. Ich zeig dir mal deinen Plasmaschneider. Also CNC-fähig sind sie alle. Ich würde dir empfehlen, Cut 60 oder eine Cut 70, da hast du ein bisschen Leistung und kannst 25 mm Stahl schneiden. Du willst ja auch was trennen können, ne? Du brauchst ja ein bisschen Fleisch. Ja, ich will mindestens 10, 15 mm und ein bisschen nach oben oder so ist natürlich immer gut, ne? Ja, da bist du hier genau richtig. Ja, da machst du mit 10 mm machst du einen super schönen Qualitätsschnitt und du kannst halt hoch bis 25. Safe die richtige Maschine für dich. Und die unterstützen dann auch diese THC-Höhlensteuerung. Ja, ganz genau. CNC-Ready, ja genau, das ist das Richtige. Ja. Das, was ich gesucht habe, was ich mir auch angucken wollte. Und dazu brauche ich dann halt noch einen Maschinenbrenner. Maschinenbrenner haben wir da, zeige ich dir. Finden wir da hinten. Genau passend für beide Maschinen, einfach umgebaut, easy. Und das heißt, jetzt nehme ich euch mal beim Wort, ich kann mir das hier nicht nur angucken, ich kann sowas wirklich auch hier ausprobieren. Ja, ganz, ganz bestimmt. Also das ist etwas, was uns auszeichnet, was niemand macht. Du sagst, du möchtest gerne eine Mackmaschine testen, weil du es nicht kennst, weil du Bäcker bist oder was auch immer. Dann haben wir hier einen extra gesonderten Raum und geschultes Personal. Du kannst hier Gerät nehmen, anmachen, schweißen, bis der Arzt kommt. Ja, du kannst testen. So, Plasmaschneiden funktioniert auch super. Kann man dann hier, wie gesagt, alles testen. Ich habe hier mal ein paar 8 mm Bleche. Ich habe einen Riesenstreifen 2 mm. Ich habe noch ein bisschen rumgespielt. Könnte ich stundenlang machen. Plasmaschneider ist auf jeden Fall getestet und gekauft. Rico, was haben wir hier noch alles Interessantes zu sehen? Wir wollen heute wirklich alle deine Geheimnisse, alle Secrets sehen. Wir wollen die Stahlwerkstatt mal sehen, behind the scenes. Das heißt, auch mal hinter die Szenen gucken, hinter die Kulissen gucken. Und das kannst du uns ja heute alles mal zeigen. Also du hast gerade gemerkt, ich musste mich umdrehen. Du hast hier richtig viel Werkzeug. Ne? Also wir reden hier natürlich Kerngeschäft, Schweißen und Schneiden, Kompressoren und auch elektrisches Handwerkzeug. Aber wir haben eine ganze Menge Kfz. Also hier ist wirklich, also hier ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Die Stahlwerkstatt, die zeige ich hier sehr gerne. Blick hinter die Kulissen. Ich bin gespannt, was du sagst. Jetzt muss man natürlich für eins Verständnis haben. Wir können uns jetzt 2, 3 Geräte hier mal rauspicken, uns die mal angucken. Aber so im Großen und Ganzen, hier sind so viele Geräte. Wir könnten hier einen Spielfilm machen von 2, 3 Stunden. Also das ist wirklich Wahnsinn. Wir gucken uns 2, 3 Highlights an. Wir gucken uns die Stahlwerkstatt an. Ich denke mal, wir werfen mal einen Blick ins Lager. Und wir können natürlich auch mal da gucken, wo man solche Geräte austesten kann.
erstes Highlight und eine absolute Neuheit, CTM 250 Puls Pro. Das ist ein 6-in-1 Schweißgerät. Das kann richtig viel und das hat eine sehr spezielle neue Funktion. Die möchte ich dir aber gleich lieber in der Stahlwerkstatt einmal zeigen. Kaltes Tickschweißen im Millisekundenbereich, ähnlich wie eine Pulsfunktion, aber wirklich sehr wild. Das ist ein absolutes Highlight und flammneu bei uns. Ist aber nicht die letzte Neuigkeit. Noch bis Ende und Anfang nächsten Jahres kommen richtig, richtig viele Schweißgeräte und mit richtig feinen Funktionen. Also hier die Augen offen halten, da kommt noch richtig spannendes Werkzeug auf uns zu. Hat mir euer Chefingenieur auch schon erzählt am Telefon, der sagte zu den Plasmaschneidern, da wird es wohl auch eine komplett neue Serie noch geben. Richtig. Im professionellen Bereich. Ganz genau, wir arbeiten auch neugierig. Ja, wir arbeiten dran, ist kurz vor Fertigstellung. Ich denke, so im Bereich Januar werden wir da Neuigkeiten liefern. Da kommt richtig was auf uns zu. Muss ich wahrscheinlich noch mal vorbeikommen. Dann soll ja auch Laserreinigungsgeräte, alles soll kommen, ne? Laser würde ich sowieso dir noch einmal zeigen, aber da kommt noch was. Hast du auf der Messe gesehen, Beispiel 800 Watt Reinigungslaser, 300 mm Breite. Also da kannst du wie Wände streichen. Da ist also richtig viel Effizienz drin in dem neuen Apparat. Und wir haben Neuigkeiten in Sachen luftgekühlter Laser und wassergekühlter Laser. Also da kommt was. Laser ist natürlich auch immer so eine Sache. Da ist ja auch so sicherheitstechnisch wirklich richtig viel dran. Hier bist du ganz klar auf der sicheren Seite. Also von allen Sicherheitsfeatures, die du haben musst, erfüllt dieser alles. Und was hier hinter steht, ist eine wirklich große CE, das heißt eine Konformitätserklärung, dass hier alles sauber läuft. Also der ist sauber zertifiziert im Einzelteil als auch in der Baugruppe. Das ist also ein industriefähiger Laser, den kannst du ganz sauber einsetzen. Das nächste, was ich hier zeigen würde, was definitiv ein Highlight ist, sind unsere Schweißhelme. Aber nicht nur die Standardschweißhelme, ganz besonders er hier, Frischlufthelme. Ist eine Messeneuheit. Das hier ist jetzt der Master, der ist anklappbar, hat 220 Liter Frischluft die Minute. Für mich definitiv ein Highlight, weil Preis-Leistung hier überragend sind. Habe ich ja schon getestet, ne? Ja. Finde ich auch wirklich super. Also benutze ich nahezu täglich den Helm. Warum ist denn der eine hier blau? Das ist tatsächlich eine Kooperation mit dem TÜV Rheinland. Also wir stellen für den TÜV Rheinland die Schweißhelme her. Ja, okay. Also die haben sich hier für den Titan entschieden. Richtig geräumiges Sichtfeld. Ist natürlich auch wieder ein All-in-Helm. Das heißt, schweißen, schneiden, schleifen, alles einstellbar über das Rädchen, wie man es so kennt von so Schweißhelmen. Also das machen wir in Kooperation mit und für den TÜV Rheinland. Da kommt übrigens noch mehr. Mit denen werden wir noch richtig schöne Projekte in 2026 durchziehen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, sehr coole Sache. Den Helm habe ich im Moment auch gerade im Einsatz. Das heißt, den teste ich gerade aus. Da werde ich die nächsten Wochen, Monate auch noch mal ein schönes Video zu machen. Ist auch wirklich sehr schön. Ist eine ganz andere Liga als so diese Standard-Schweißhelme, die man kennt, die alle irgendwie gleich aussehen. Das ist was ganz anderes. Da könnt ihr euch auch freuen. Da wird auf jeden Fall auch noch mal ein Video zu kommen. Da hat man auch eine bombastische Sicht. Und das ist auch für den Preis, dass der Helm kostet, wirklich eine absolut geniale Qualität. Jetzt habe ich noch eine nette junge Dame getroffen, die wollte auch noch was loswerden. Besuchen Sie uns gerne vor Ort, dann erhalten Sie sogar 5% auf Ihren Einkauf. Eins möchte ich hier noch zeigen. Kompressoren, völlig klar, aber der sticht wirklich raus. 2010, 200 Liter 10 Bar, V10 sozusagen, also 5 Motoren mit Doppelkolben und das ganze ölfrei, der liefert richtig Menge. Also hier kannst du richtig Luft rausziehen. Der Kumpel hat mal schlanke 1050 Liter die Minute Abgabeleistung. Also da hat man eine Menge Druckluft. Also für jeden Werkzeugfan gibt es hier wirklich eine Menge zu sehen. Eine Menge, was man sich angucken kann, was man mal anfassen kann. Rico, was machen wir als nächstes? Ich würde vorschlagen, ich zeige dir doch mal die Stahlwerkstatt, oder? Ja, das ist sehr interessant. Dann auf geht's in die heiligen Hallen. So, und hier sind wir mal live in der Stahlwerkstatt. Rico ist gerade am Arbeiten, bereitet gerade noch ein kleines Projekt vor. Das heißt, das ist wieder das Gerät, was wir eben gesehen haben. Da wollen wir gleich auch mal eine Testnaht mitschweißen. Ne? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich das auch mal ausprobieren. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also zunächst mal herzlich willkommen in der Stahlwerkstatt. So hast du es mal gesehen, der Blick hinter die Kulissen. Ja. Du erwischst mich gerade mitten in der Arbeit. Ich teste gerade die CTM 250, beziehungsweise ich gehe alle Funktionen einmal durch und gerne such dir ein, zwei Verfahren aus und dann schweißen wir mal eine Runde. Und eine Sache,
Ich gebe dir eine mit. Ich will, dass du die hast. Das ist ein richtiges, richtig schickes Gerät. Also da kannst du richtig was Feines machen. Ich bin gespannt, was du zu der neuen Funktion sagst. Ja, man sieht das ja eigentlich immer so in den Videos. Das ist auch immer sehr interessant. Und dass so ein Hersteller so einen Aufwand betreibt, um seine Geräte vorzustellen, da auch vieles erklärt. Aber so hinter die Szenen, hinter die Kulissen kann man selten gucken. Und die Chance wollte ich heute natürlich auch mal nutzen, wenn ich schon mal hier bin. Rico, erzähl mal so ein bisschen was zur Stahlwerkstatt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja, also der aller Anfang war richtig wild. Mein Chef kam zu mir und sagte, kannst du dir vorstellen, für mich YouTube-Videos zu drehen? Ich konnte mir vorstellen, dass wir das machen, und es ist jetzt tatsächlich 6 Jahre her und knappe 700 Sendungen und wir sind bis hierhin gekommen. Wir realisieren Projekte, ich erkläre, wie die Schweißtechnik funktioniert und das Ganze natürlich an einem Stahlwerk-Schweißgerät, sodass du, wenn du mal Samstagabend alleine bist und nicht weißt, wie diese Funktion funktioniert, kannst du auf den Kanal klicken und dann findest du dein Schweißgerät und kannst es sauber einstellen. Hier passiert der Zauber, das ist so die Kernposition. Wir gucken also immer in diese Richtung. Natürlich ist die Stahlwerkstatt größer als nur diese Werkbank. Ich habe hier meine kleinen Regale. Du siehst, hier ist eine Menge Werkzeug aufgebaut. Das ist extra so, dass ich schnell drauf zugreifen kann. Ein paar Schraubzwingen, ein paar Schweißhelme, einmal alle Schlauchpakete in 13 und 9 mm Dorn, falls ich das mal brauche. Eine Menge Luftwerkzeug, ein bisschen Satiniermaschine und Rohrbandschleifer. Also alles, was so schweißtechnisch Handwerkzeug ist, finde ich hier. Jetzt musst du auch mal klopfen hier. Ja. Ich mache immer. Wollte ich schon immer mal gegen klopfen. Das heißt, du hast auch irgendwo einen technischen Background. Du hast irgendwo nicht Friseur oder Bäcker gelernt, nichts gegen Friseur oder Bäcker. Aber du bist auch, kommst direkt aus der Technik, aus der Schweißtechnik. Ja, ja, ganz genau. Also ich komme Start-Treppenbau. Ja. Dann Konstruktionsmechaniker, Fachrichtung Schweißtechnik. Mit der Schweißtechnik war es auch um mich geschehen, weil ich wollte den ganzen anderen Quatsch nicht mehr. Ich wollte nur noch Lichtbogen. Dann bin ich in die Industrie reingerutscht. Wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Ja, und dann ging es los mit der Schweißerei. Dann, ich sag mal, dann willst du dich nicht dein Leben lang da um die Rohrleitung kurbeln oder im Apparat da irgendwelche Geschichten machen. Dann habe ich gesagt, komm, Schweißfachmann. Den habe ich hinterher gehauen. 2007 ist also, naja, es sind noch keine 20 Jahre, aber ja. Okay. Ja. Und dann ging es weiter mit wirklich viel ZFP, also ZFP, zerstörungsfreie Prüfung, ja. Inspektor, ja. PT, MT, Röntgenfilme, RT-FAS-2 nennt sich das. Also wenn du mal eine Rohrnaht röntgst, darf ich die beurteilen. Es geht immer um den, der das auswertet, ne? Ja, ganz genau. Ja. Also am Ende des Tages, ich beschreibe mich immer entweder als Schweißer, das macht die ganze Sache einfach, oder Qualitäter. Ja. So, das ist, also ja, ich bin durchaus vom Fach. Ist also ja bei mir auch ein ähnlicher Background. Habe auch mal einen Meister gemacht, habe früher ganz normal mal Anlagenmechaniker gelernt. Ja. Das heißt, klassischer Behälterbauer, da das Schweißen erlernt. Und wo man irgendwann aufgehört hat, selber zu schweißen, da hat man dann zu Hause halt weitergeschweißt, weil man so die Liebe an dem Schweißverfahren hatte. Und naja, also das ist halt mit dem YouTube-Kanal alles so dazugekommen. Ja, du wirst lachen. Macht also man eigentlich das, was man hobbymäßig macht, das kann man jetzt hier auf YouTube präsentieren. Und da sind wir tatsächlich die Glücklichen. Also ich sag dir, dass meine Jungs sagen, wie kannst du den ganzen Tag dich um Schweißtechnik kümmern? Ob das jetzt, wir machen ja auch Projekte, dann bauen wir mal was. Ein Wintergarten oder eine Poolterrasse, also durchaus auch mal was Größeres. Wir sind für Eskalation bekannt, ne? Wir haben das. Das schreiben wir uns auf die Fahne, das haben wir uns erfunden. Die fragen mich immer, wie kannst du denn, wenn du die ganze Woche dich mit Schweißtechnik befasst, wie kannst du denn dann in deine Werkstatt abends gehen und dann Fahrräder weiter schweißen? Ja, ich sag, weil ich das mag. Das ist meins. Das ist, Schweißtechnik ist einfach meins. Und deswegen, das ist so eine Lebenseinstellung. Der Schweißer ist ja prinzipiell ein eigenes Etwas. Okay. Ne? Die können sehr eigen sein, die Jungs. Okay. Das heißt, du hast hier auch schon mal ein Fahrrad gebaut und das ist nicht irgendwo extra ein Projekt für die Stahlwerkstatt. Du machst sowas wirklich hobbymäßig. Du baust selber Fahrräder? Ja, das ist ein Hobby, genau. Das ist ein bisschen eskaliert. Wir durften schon hier in der Stahlwerkstatt auch eins bauen. Das haben wir gemacht für die Kölner Haie. Steht auch bei denen im Showroom. Ja, das ist so, da komme ich runter. Ne? Ein bisschen Rohre biegen,
ein bisschen anpassen, ein bisschen schweißen, kann Alu, kann Stahl sein, kommt immer drauf an. Ne? Also ja, das macht mir Spaß. So, jetzt wollen wir nicht zu viel quatschen. Ich bin ja eigentlich da, weil ich einen Plasmaschneider ausprobieren wollte. Den hast du hier auch. Da muss man aber fairerweise sagen, einen Plasmaschneider probiert man nicht in der Stahlwerkstatt aus. Ich darf das mal heute hier. Ansonsten habt ihr einen extra Raum, ne, in dem die Kunden da irgendwas ausprobieren können. Ja, ganz genau. Wir haben ein extra Räumchen. Wir machen das natürlich hier. Ich habe hier meinen Plasmatisch, da mache ich immer wieder mal was. Ja. Aber es gibt einen extra Raum, da kannst du, wie gesagt, dein Werkzeug testen. Du kannst auch einen Schraubenzieher testen, wenn du das möchtest. Da brauchst du natürlich keinen extra Raum für. Aber wenn wir Rauchgase haben, extra mit Absaugung ist hinten alles eingerichtet. Da kannst du sofort können los. Können wir gleich auch noch mal kurz vorm Filmen, ne? Da können wir reingucken. Genau, das ist der Servicebereich. Das heißt, wenn ich doch mal irgendwas hätte, eine Frage, dann kann ich das hier abgeben. Dann wird das hier repariert unter Umständen. Jawohl. Und ich kann so lange warten, kann hier einen Kaffee trinken. Ganz genau. Du hast ja auch durchaus, wenn du mal jemand bist, der hier in der Nähe ist, du hast ein Kabel bestellt. Also hier werden ganz viele Sachen bereitgestellt. Unter anderem, wenn du mal ein Gerät zur Reparatur hast oder überprüft haben möchtest, Inspektion oder sowas. Das wird hier geregelt. Das machen wir nicht im Showroom 1, im Verkaufsraum, sondern das machen wir hier im Service Center. Und hier ist auch der Durchgang zum Testraum. Das heißt, du suchst dir eine Maschine aus, sagst, pass auf, das Ding möchte ich gerne testen. Ist zufällig jetzt auch eine CTM 250. Dann kommt ein freundlicher Mitarbeiter und bittet dich hier rein. Das geht bei uns über Chip. Über Chip, ja. Alles. So, ja. Dann bist du hier drin und das sind unsere Testräume. Sehr schön. Haben wir Absaugung, Schweißtisch, alles da? Richtig, genau. Schweißtische, Absaugung, Helme sind vorbereitet. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Gerät kaufen möchtest und sagst, lass mich mal testen, wie dieses Alu-Schweißen funktioniert. Das Gerät kommt nach hier, dein Gerät. Wir nehmen eines unserer Schlauchpakete, sodass deine unberührt bleiben. Dann wird getestet, 1, 2, 3 Funktionen, das, was dich interessiert. Danach wird das frisch und warm eingepackt, dann bekommst du das in die Hand und du weißt, dass dein Gerät zumindest hier noch lief. Und zu Hause ist das Problem meistens vor der Werkbank. Also üben ist angesagt und dann kommst du beim Schweißen auch schon klar. Aber du kriegst das hier auf jeden Fall getestet. Also wir haben jetzt heute auch noch viel mehr gemacht. Wir haben uns das Lager angeguckt, wir haben uns den Servicebereich angeguckt. Ich werde noch ein paar Sachen dazu einblenden. Und wir haben natürlich auch ein paar spannende Sachen in Zukunft vor, haben uns heute auch zu abgesprochen. Das heißt, Rico, da kannst du mehr zu sagen? Ja, es gibt ein paar Sachen, die wir tatsächlich zur Auswahl haben. Aber eine Sache finde ich besonders spannend und das ist der Ausbau unseres, ich sag mal, Einsatzfahrzeuges, der Hilux. Das ist ein Pickup, der bietet sich an, hinten einfach eine ganze Menge Werkzeug rumzuschleppen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir zwei auf die Ladefläche was Feines zaubern, wo eine Menge Werkzeug drin ist. Hm. Das wäre so meine Idee. Ich glaube, das ist ein schönes Ausschub, kriegt man ja aus dem Campingzubehör. Es gibt jede Menge Leute, die ihren Camper umbauen. Da gibt es Schubsysteme. Ich glaube, da findet man was Feines. Und einen Termin habe ich. Wir stellen den Hilux auf dem 24-Stunden-Rennen vor. Würde mich freuen, wenn du dabei wärst. Ja. Das ist ein richtiges Happening, 24-Stunden-Rennen. Generell geht autotechnisch auch richtig viel mit Toyota. Ne? Da haben wir eine wirklich gute Partnerschaft. Riesig viele Events am Bodensee, die Tuning World, Tuning Masters und so weiter. Findet ihr aber bei uns auf der Seite. Da gibt es ein paar schöne Termine. Aber der Hilux, das wäre ein nicer Umbau, den würde ich gerne mit dir durchziehen. Da freue ich mich schon drauf, werde ich auf jeden Fall noch mal vorbeikommen. Ich habe mich jetzt schon mit meinen Schweißklamotten bewaffnet. Wir wollen jetzt noch ein bisschen zusammen schweißen. Yes. Und ja, das findet ihr dann alles auf dem Stahlwerkkanal. Ansonsten, Rico, ich sage schon mal vielen Dank. Ich das danke dir für den Besuch. Das war auf jeden Fall ein absolut genialer Tag. Es hat mir absolut Spaß gemacht. Sehr gut. So, in diesem Sinne, ne, wir schweißen jetzt. Was sagst du, Rico? Ja, geile Nummer. Ja.